Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, das Seriensprechzimmer. Wir reden heute über eine Apple-TV-Serie, die The Changeling heißt, läuft auf Apple TV Plus, ist am 8. September gestartet und am 13. Oktober, also jetzt, kam endlich die letzte Episode. Und da muss ich mal bitte mit Beate drüber reden. Beate, was ist denn da los? Hallo, guten Abend. Beate, lass uns mal kurz über diese Serie sprechen, die ich nicht verstanden habe. Hast du überhaupt nichts verstanden oder nur Teile nicht? Ich weiß immer noch nicht, worum es in dieser Serie geht. Und soll ich dir mal was sagen? Ich hatte das Gefühl, weil es basiert ja auch auf dem Buch, und ich dachte, ich kenne das Buch, aber ich glaube, dass es vielleicht auch ein ähnliches Young Adult Buch so mit Changeling gibt. Und ich dachte die ganze Zeit, es geht um Feen, wenn in ihrer Feenwelt ein Kind stirbt, so manchmal die Kinder austauschen. Da gibt es doch auch irgendwie so eine, ich weiß nicht so hundertprozentig, wenn, dann ist es echt schon sehr lange her. Und die ganze Zeit war ich halt darauf eingestellt, dass es halt um sowas geht. Und ich habe es bis zum Ende nicht kapiert, worum es überhaupt geht. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz sagen, worum geht's denn in The Changeling? In The Changeling geht es um eine Familie, die ein Baby, ein frisch neugeborenes Baby hat. Muss dazu sagen, dass für die Eltern das erste Kind ist. Die Mutter hat Anzeichen von einer Depression, wie sie ja manchmal direkt nach Schwangerschaften auftreten. Man sieht relativ schnell, dass sie Probleme hat, mit dem Kind umzugehen, also sich um das Kind zu kümmern. Das sieht man von Anfang an und es wird aber irgendwie schlimmer. Und man hat immer das Gefühl, sie hat ein bisschen Angst vor ihm. Sie lässt ihn mal alleine. Der Vater weiß überhaupt nicht, wie er damit umgehen soll. Bevor er helfen kann, begeht seine Frau ein furchtbares, wie soll man sagen, sie bringt das Kind um Ja. und verschwindet Und also tötet direkt ihn ja danach. auch fast, ne? Der Also. Vater hat überhaupt keine Ahnung, was er tun soll. Also alle sind geschockt, er natürlich am meisten. Und dann geht eben diese Reise von diesem Mann los, der versucht herauszufinden, was ist mit seiner Frau passiert, was war mit diesem Kind. Dass mit dem Kind irgendwas nicht stimmt, konnte man sehen, wenn man genau hingeguckt hat, in einigen wenigen Sequenzen, weil die Art, wie dieses Kind sich verhalten hat, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die deutet schon, da kann man schon anfangen zu spekulieren, dass da irgendwas nicht ganz Ich habe halt koscher manchmal ist mit gedacht, ihm. vielleicht kriegt man ja nur die Perspektive zu sehen von dieser Frau, weißt du, weil sie denkt ja das, was mit ihrem Kind nicht, ne? Dass sie dann auch immer sagt, das ist kein Baby, das ist kein Baby, ne? So. Ja, also ich denke, das ist halt der Unterschied. Wenn du das Buch gelesen hast, weißt du es natürlich. Ja. Wenn du das Buch nicht gelesen hast, kommst du exakt wahrscheinlich auf die Conclusion, die du gerade genannt hast, dass man sich an der Frau abarbeitet und sagt, was ist das denn? Was hat die denn für Wahnvorstellungen? Wenn du es gelesen hast, weißt du, dass dem nicht so ist und dass sie recht hat. Und das Ganze basiert ja ein bisschen auf, also was heißt basiert? Es zieht ja Einflüsse aus so skandinavischer Folklore-Kultur, also mythische Geschichten und Gestalten. Und das sieht man, dass sie sich darauf beziehen, dann ganz am Ende von der Staffel, finde ich. Wie gesagt, ich habe das Buch gelesen, insofern wusste ich ja eh schon, was auf mich zukommt. Was ich total beeindruckend finde, ist diese Welt, die da entsteht. Die ist natürlich völlig skurril und macht auch Angst. Also nicht für zart beseitete Gemüter, würde ich sagen. Also es Obwohl ist es gar nicht so. Horror, aber es ist jetzt nicht so, dass man blutet, es ist nicht so Stoh, Nee, dass ist man dann kein irgendwie Splatter. Nee, nee, ist Blätter kein genommen. Splatter. Das passiert halt eher im Hirn, in der Psyche. Es ist super spooky gefilmt. Also die Farben und die Kamerafahrten und die Perspektiven. Und du wirst auch immer wieder auf so falsche Fährten gesetzt, sozusagen. Also die Geschichte zum Beispiel mit der Frau, die eine Zeit lang im Ausland ist und dann an so einer Quelle Im diese Urwald. Seherin trifft Ja. und mit ihr spricht und so. Also du hast so ein paar Mal, denkst du so, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt geht es in die Richtung und dann Es gibt geht es um dann doch Hexen. wieder Ich habe so dann eine. irgendwann gedacht, geht es um Hexen. Ja, eben, das ist ja die falsche Fährte, die die legen. Aber ich weiß Geht's immer ja noch nicht, eben worum es nicht. geht. Ich habe immer noch nicht kapiert, worum es geht, wenn ich ehrlich bin. Es geht eigentlich um ein Wesen, was Kinder austauscht. Und die Kinder, wie schon der Begriff Changeling sagt, Also doch ein bisschen wie so Feen, böse Feenartigen naja, Feen sind es eigentlich nicht. Es sind eigentlich eher, oh Gott, wie soll man Dämonen. die denn nennen? Ja, wie Dämonen eigentlich. Weil Und ich hatte auch manchmal so Lost-Vibes, weißt du, so eine böse Macht und
Und auch die Geschichte von Apollos Mutter, ja, was mit dem Mann, also ich muss dir sagen, warum ich dran geblieben bin, ist, weil ich finde diese Serie unfassbar gut gedreht, also die Bildsprache, und es hatte auch ein bisschen was manchmal so stellenweise was von einem Theaterstück. Gerade diese Geschichte mit Apollos Mutter da im Schluss in diesem Hotelzimmer. Aber ich habe nichts kapiert. Ich weiß immer noch nicht hundertprozentig, was da ist, obwohl ich die Serie gesehen habe. Also was sie ja damit reingebaut haben, und das macht diese Geschichte, wäre das nur so eine reine Fantasy-Horror-Geschichte, wäre es ja langweilig. Was die geschafft haben oder was der Schriftsteller auch schon im Buch geschafft hat, es geht ja auch um die Ambivalenzen von einer modernen Partnerschaft. Es geht um Ambivalenzen von modernem Elternsein. Die psychologische Wucht, die das Ganze hat, wenn du das erste Mal dich, also wenn du Eltern wirst. Und wenn du dann auch das erste Mal in so einer ernsthaften Beziehung bist und Eltern wirst, was das mit dir macht und wie sich das verändert und was das dir auch abverlangt, wenn du plötzlich eben nicht mehr nur für dich selbst verantwortlich bist in einem urbanen Amerika, wo die Leute einen guten Job haben und genug Geld verdienen und sondern plötzlich ist alles anders. Plötzlich hast du Verantwortung. Du hast eine Verantwortung für drittes Wesen. Und das kommt da, es spielt da eben alles mit rein. Und das unterfüttert diese ganze Geschichte, finde ich. Und deswegen finde ich das so spannend, weil es eben nicht nur um so eine mystische Geschichte geht, denke ich. Also ich sagte ja, ich glaube, ich habe irgendwann mal so eine Young Adult-Reihe gelesen, wo es auch, oder ein Buch davon, wo es auch um Changeling ging und dass da auch so eine Saga, wie du sagst, wusste nicht, dass es nordisch ist, aber so Elfen, feenhafte Wesen und die wechseln die Kinder aus, ja, und es hat eher so ein bisschen auch leicht dämonische, also die sind schon nicht ungefährlich. Auch in New York City, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, müsste ich aber mal recherchieren, was wirklich sehr viele Jahre her ist. Deswegen habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass da sowas passiert. Ich habe es aber nicht verstanden. Es ist bei mir, also es gab nie diesen Moment, wo ich gedacht habe, ich verstehe, worum es geht. Ist es jetzt das? Ich hatte immer nur diese Vermutung aufgrund von irgendeinem Buch, was ich mal gelesen habe, was nicht das Buch war. Und ich dachte irgendwann mal, geht es dann doch eher um Hexen, um dieses Schicksalsband, was durchgeschnitten wurde, ne, wo sie drei Wünsche von dieser Hexe und die gesagt hat, es muss von alleine runter und er hat es ja abgeschnitten, dass es dann doch auch ein bisschen vielleicht das Schicksal das herausfordert oder was auch immer. Ich habe auch manchmal gedacht, vielleicht sind wir auch nur in dieser postnatalen Depression von der Frau drinne und kriegen ihre Perspektive einfach zu sehen, was passiert, wenn du gerade, was du ja gesagt hast, ne, auf einmal Eltern wirst und du hast Verantwortung für so ein Wesen und irgendwie fühlt es sich das Kind noch nicht mal an wie deins, sondern es fühlt sich an wie ein Dämon. Ich habe einfach nicht gewusst und dann sind die ja auf dieser Insel. Also es war alles weird. Was hat es mit diesen Nachrichten, die Mütter immer bekommen, wo Fotos sind und auf einmal verschwinden die? Es war für mich inhaltlich ganz schwer nachvollziehbar. Also es war nicht so, dass Ich glaube halt, dass die da auf die zweite Staffel setzen, weil die ja eigentlich alles angeteased haben. aber Also ich meine, sie haben ja zum. dranbleiben ist schon eine Herausforderung, wenn du von Anfang an nicht das Gefühl hast zu wissen, worum es geht. Finde ich echt an wirklich, wirklich, wirklich schwierig, ne? Aber ich finde, dafür ist es aber spannend genug. Es ist Und spannend und gut diese gemacht, ja. Welt ist auch abgefahren. Die Welt ist auch einfach super cool, finde Aber ich. was ist mit Apollos Vater beispielsweise, ja? Also Apollo ist ja der Vater, der da seinen Sohn verloren hat, ne? Was ist mit Apollos Vater? Das springt ja auch zwischen den Zeiten. Wir erfahren ja, wie seine Eltern sich kennengelernt haben, ne? Dass der Vater abgehauen ist und so weiter. Also was war denn jetzt mit diesem Vater? Ich habe nämlich hinterher gedacht, ist das eine Fortführung von dem, was der Vater schon erlebt hat? Hat der Vater vielleicht auch was mit diesen Changelings-Mythos zu tun oder so? Diese ganze Folge von Apollos Mutter und dem Vater in diesem Hotelzimmer, was immer zwischen heute und später und der Mann, der da auch, also keine Ahnung, ich dachte, das sah aus, als ob er HIV hat oder irgendetwas in diesem Bett. Es war halt für mich alles so, ich nicht nachvollziehbar. Unabhängig davon, dass es wunderbar gedreht ist und wunderbar geschauspielert und wirklich auch irgendwie spannend ist, finde ich es wahnsinnig unbefriedigend, nicht zu wissen, worum es geht. Also das fuckt mich richtig ab. Na, ich glaube halt, dass viele Sachen in dem Ding einfach nur so Sackgassen sind, wo Ja. sie dich reinlotsen wollen, damit du dich damit beschäftigst, aber gar nicht so sehr auf das wahre Ding irgendwie kommst. Also so ähnlich wie die Story mit dieser Hexe oder was auch immer sie war, mit dieser Seherin an diesem
Wasserfall, wo die Frau dann immer hingegangen ist. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich so eine wirkliche Bedeutung hat. Ja. Denke ich. Ich So ein denke, bisschen wie was. bei Lost, wo man hinterher auch gar nicht weiß, was ist. Weißt du, so ein bisschen. Also wir sind ja, ich finde, es hatte für mich auch wirklich, habe ich ja vorhin schon gesagt, es hatte Vibes von Lost und es hatte auch ein bisschen Vibes von Twin Peaks, lustigerweise. Dieses Ja, Absurde, weißt du? natürlich. Es hat ja was Surreales auf jeden Fall. Ja. Das ist praktisch wie eine Welt, die in un also parallel zu unserer Welt eigentlich läuft, von der man überhaupt nichts weiß und die plötzlich auftaucht, oder? Ja, absolut, absolut. Man kommt ja am Ende der Staffel ja auch so ein bisschen, geht es ja auch um Patriarchat, Frauen, die sich zusammenschließen, die sich gegenseitig helfen. Männer, die auf dieser Insel nicht gerne gesehen sind. Dieser Typ, der zum Beispiel dann dieser Norweger, ich glaube, er ist Norweger, Nors Knudsen, der sich als Fan outet, der dieses Buch kaufen will, Ja. der kauft doch dieses Buch bei ihm. Ja. Ne? Und da stellt sich ja dann am Ende raus, das geht gar nicht wirklich um das Buch, sondern aus irgendeinem Grund, den man bis heute noch nicht 100% weiß. Hat aber wahrscheinlich mit nordischer Mythologie zu tun und mit der gesamten Familie von ihm, die irgendwie wahrscheinlich unter einem Bann steht oder etwas erfüllen muss. Sie müssen diesem Troll, der irgendwie in Queens, in Forest Hills lebt, diese Babys zuführen. Das Ja. ist ja das, was der da eigentlich macht. Aber er Und selber hat doch auch sein eigenes Kind getötet, oder? ja, genau. Und deswegen, das sind ja diese ganzen Männer, die das alle machen. Und deswegen fliehen die Frauen ja auf Ja. diese Insel, damit Ja. sie von den Männern geschützt werden. Ne? Und man sieht ja dann ganz am Ende von dieser Serie, dass dieses Viech wirklich existiert. Also man sieht es ja immer nur so schemenhaft und schattenartig. Das ist ja das, was Apollo ganz am Ende erst kapiert. Dass Ja. seine Frau recht hatte. Und eventuell sein Kind auch lebt, ne? Also weil sie ja nicht wirklich. Genau. Sie hat immer noch die Hoffnung, dass das Kind lebt da in diesem Wald, dass es noch nicht, ja, eben noch nicht getötet worden ist von diesem Trollwesen oder was auch immer das sein soll. Wir haben es ja noch gar nicht genau gesehen. Das ist das, was ich so ein bisschen flach fand, auch schon im Buch, dass es am Ende tatsächlich irgend so ein mystisches Wesen aus der nordischen Kultur ist, was da plötzlich sich nach New York verirrt und dann irgendwelche Kinder zugeführt werden sollen. Ja. Also das fand ich, bis dahin fand ich dieses Buch schon super spannend, aber das ist dann die Conclusion. Also Ja. das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Es kann aber sein, dass das alles wirklich noch mehr aufgelöst wird, übers Buch hinausgehend Ja. in der zweiten Staffel. Man weiß irgendwie nicht. Und ich meine, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist über die drei Wünsche von Emma. Genau, ich hatte es ja nur kurz erwähnt, dass sie drei Wünsche hatte und das rote Band abgefallen ist, weil Apollo ist ja durchgeschnitten. Sie Ja. hatte drei Wünsche, ja. Das hat aber was mit der Hexe zu tun, ne? Die hat die ihr wahrscheinlich ermöglicht. Ich weiß es nicht. Also so habe ich es verstanden. Und die ersten beiden Wünsche waren ja sehr, also eigentlich waren alle drei Wünsche sehr positiv. Ja. Und der dritte war aber auslegbar. Der dritte ist ein Leben voller Abenteuer. Ja. Das war ihr dritter Wunsch. Klar, ein Und Leben der voller ist Abenteuer. in Erfüllung gegangen, würde ich sagen. Nicht so, wie sie es gerne gehabt hätte, aber er ist in Erfüllung gegangen. Gegangen, ja. Aber ich glaube zum Beispiel, dass die Serie trotzdem, obwohl man nicht alles versteht und obwohl dass einiges an Haaren herbeigezogen ist, die ist so ungewöhnlich und Ja. so schräg und anders. Also die ist schon anders als andere Serien, die ich jetzt dieses Jahr gesehen habe. Ich fand es ja auch ein bisschen ungewöhnlich tatsächlich für Apple Ja, TV. auf jeden Fall. Also ich finde, Apple TV macht ja entweder wahnsinnig
hochwertige, fast historische Serien. Wir werden demnächst auch über Lessons in Chemistry reden oder halt auch sehr starke Frauenthemen, ne? Ich fand das jetzt nicht, dass das alles ausschließt. Ich fand, da waren sehr starke Frauen in dieser Serie. Die ist halt nur einfach von ihrem Weirdness-Faktor. Andererseits hatten sie auch Shining Girls. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast. Ja. Die ist auch sehr weird. Ja, Also, stimmt. aber ich finde die Aber noch, was ich gut die fand, toppt noch also mehr. was ich gut fand, war, dass sie eben so auf der einen Seite so völlig abgedrehte mystische Themen haben und auf Ja. der anderen Seite so Realitäten von jungen Paaren, die das erste Mal Kinder kriegen. Was das mit den Menschen macht, also mit der Ja. Mutter macht, mit dem Vater macht, mit dem ganzen Familienumfeld macht. Das war ja schon sehr greifbar und sehr real. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis Paare, die das erste Mal Eltern geworden sind. Und das hat mich so daran erinnert. Vieles von dem, was die da durchmachen, also in der Neufindung ihrer Rolle und in der Neufindung ihrer eigenen Beziehung zueinander ja auch, ist ja auch immer noch ein Thema, was da eben mitspielt. Und das fand ich in der Kombination wirklich interessant. Aber es ist schon richtig. Es ist echt weird. Ja. Wie würdest du denn die Serie bewerten? Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Also ich würde sie für ihren Mut, für die Story an sich, für die Ausstattung, für die Kamerafahrten, fürs Licht, für alles Visuelle. Und das finde ich alles super. Da würde ich ihr eine 8 geben. Also das Buch hat mir semi gefallen, eben weil ich das teilweise so haarsträubend absurd fand. Ich verstehe immer noch nicht, warum der nordische Gott in New York auftaucht. Wieso? Also das ist das, was ich nicht verstehe. Was soll der da? Warum ist der da? Ich hätte es plausibler gefunden, wenn man diese Geschichte tatsächlich in einem der nordischen Länder, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, ansiedelt. Da hätte der Rahmen irgendwie besser gepasst, weil ich kann nicht nachvollziehen, logisch, warum dieser nordische Gott da auftaucht. Was macht der in New York? Warum? Das finde ich irgendwie unglaubwürdig und deswegen kann ich da auch keine 8 vergeben, sondern nur 7. Was sind dann 7 und 8 sind 15, durch 2 sind 7,5. Ich würde der Serie auch nur 7 geben und zwar aus dem Grund, dass, obwohl ich sie wirklich stark finde von der Bildsprache, vom Schauspielerischen, vom Ambiance, die Kamerafahrten, also alles, was das angeht, ist das eine absolute Top-Serie, aber mich fuckt es ab, dass ich nicht weiß, worum es geht. Und ich habe die ganz komplette erste Staffel gesehen und lustigerweise habe ich sie mit meiner Schwester zum Teil gesehen und wir haben es beide halt einfach nicht verstanden. Aber wie gesagt, ich kenne nicht dieses Buch, ich kenne Bücher, die ein ähnliches Thema haben. Und es macht jetzt natürlich auch Sinn, weil ich kenne mich auch nicht so gut mit diesen Sagen oder mit diesen Legenden oder Urban Legends oder wie auch immer aus. Aber wenn du sagst, das ist eine nordische Sage und es basiert da ein bisschen Nein, darauf. ich sage nicht, dass es eine gibt, die so ist, aber das fühlt sich ja so an und dadurch, dass dieser Typ, der diesem Troll die Kinder zuführt, ist ja ein, ich glaube, Norweger, ich weiß es nicht, Däne, Schwede, also der das Buch kauft. Das ist ja der Dreh- und Angelpunkt zum Schluss von der Serie. Es gibt aber wirklich diese Changelings, gibt es als Saga, ne? Also schon Ja, als eine Sage, ne? So, genau. das gibt es in verschiedenen Mythologien. Genau. Nicht nur bei Und den ich nordischen. kenne diese Winx-Saga. Ich glaube, da habe ich ein Buch von gelesen. Ich habe gerade nebenbei jetzt mal schnell gegoogelt. Und das ist, glaube ich, aber so eine Young Adult-Fantasy-Buchserie. Genau, hat aber jetzt mit dem nichts zu tun tatsächlich. Aber ja, deswegen ein bisschen hatte ich Ahnung, es hat sich aber nie bestätigt für mich. War halt irgendwie so. Deswegen für mich gibt es auch nur 7. Und ich finde, das ist schon echt extrem Good Will, weil sie einfach nicht, trotzdem nicht unspannend war und man dran geblieben ist. Aber abgefuckt bin ich trotzdem, deswegen auf jeden Fall 3 Punkte abgezogen. Und ich muss aber zugeben, ich wüsste nicht, ob ich mir die zweite Staffel nochmal gebe. Also, da würde ich erstmal warten, was du sagst. Nee, kannst du gucken. Es löst sich alles auf. Weißt du, weil ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Staffeln Lost hatte, aber mir die ganze Serie um für dieses fucking Ende, was mich so genervt hat und ich immer nur gedacht habe, dafür habe ich mir die Kackserie angeguckt, um hinterher nichts zu verstehen. Die ganze Zeit wartet man darauf und dann verstehst du nichts und denkst du mir, wer gibt mir diese 7 Jahre zurück? Ja, aber Ja. das war ja bei Lost auch echt eine Frechheit. Ja, Also ja, jetzt ja. mal im Ernst, ja. Ja. Also jetzt das, also hör mir bloß auf.
Ja. Das war richtig, da warst du so wütend. War aber Also wirklich ich war heftig. danach erstmal wieder so wütend irgendwie bei Game of Thrones, weil ich auch nur Sechs gedacht habe, Staffeln. ernsthaft, das ist jetzt euer, ihr seid nicht ganz sauber, Freunde. Ja. Deswegen fand ich das ja bei Dark so gelungen, weil das so rund war. Und es war kein einfaches Ende, weil man musste trotzdem nachdenken, ne? Aber es war rund, Das ja. Ja. war ja auch eine der komplexesten Serien, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ja. Also, die hat dir echt alles abverlangt vom Hirn. Also, da musstest Ja. du wirklich Konzentriert immer dabei gucken. bleiben und Ja. darauf achten und alles zuhören und Ja. genau alles mitkriegen. Und trotzdem hat man immer noch das Gefühl, selbst nach dem Ende, dass man immer noch nicht 100% Also ich alles weiß, verstanden was, hat. ja. Und ich erinnere mich noch an irgendwelche Wände, die du voll gemacht hast mit Post-its, Ja, um ich war ja da mittendrin. nachzuvollziehen. Ich Du war ja warst. da nicht die Einzige. Es waren ja irgendwie Nee. mehrere Menschen weltweit oder viele Tausende wahrscheinlich, die Die das egal gemacht wo auf haben. der Welt mit Post-its und roten Fäden Bindfäden geguckt. auf einer Pinnwand Ja. sich irgendwie versucht haben, das Ding zurechtzulegen. Und ich kann mich erinnern, dass wir damals diesen Podcast ja gemacht haben, wo wir den Leuten Tipps gegeben haben, Ja, worauf sie achten sollen. das Ne? stimmt. Ja, aber oh, würdest du spontan zu dieser Serie Tipps geben können, falls es Leuten gibt wie mir, die The Changeling nicht verstehen? Welche Tipps würdest du Naja, sagen? vielleicht Mal sollte man, gucken. ich glaube, du verstehst eigentlich schon ganz viel, wenn du das Wort The Changeling übersetzt. Weil das ist ja letztendlich die Essenz von dem ganzen Ding. Das ist so, dass die Kinder nicht das sind, was sie scheinen. Sie sind ausgetauscht. Und das kannst du eigentlich, wenn du das Wort googelst, schon wissen, Ja, finde das ich. stimmt. Und Und damit ich, hast du ja. eigentlich schon alles begriffen. Du hast nur nicht begriffen, was mit den Kindern passiert. Aber du hast durch die Übersetzung des Begriffs hast du es schon einen Teil, einen großen Teil. Ja. Und siehst du, weil ich auch die ganze Zeit aufgrund dieses Namens was erwartet habe, das wurde halt für mich nicht erfüllt. Das war halt so die ganze Zeit, dass ich immer noch nicht, vielleicht ja ganz am Ende, aber selbst am Ende hatte ich nicht das Gefühl, es ist erfüllt worden. Ich habe immer noch nicht hundertprozentig gewusst, ist es das jetzt, was ich vermute, was es ist oder nicht. Also ich finde schon, dass die erste Staffel sehr viel verlangt von einem, wenn du das Originalbuch nicht liest. Und das finde ich, das ist meine größte Kritik. Ich finde, es hätte auch ein bisschen was für Menschen gemacht werden müssen, die einfach vielleicht nicht das kennen. Das. Ja, da gebe ich dir recht. Es ist aber, ich finde aber, der Witz ist, ich finde es aber trotzdem, obwohl die Fehler hat, ist das schon eine ungewöhnliche Story. Wie gesagt, ich fand es wirklich ungewöhnlich und du weißt ja, viel Gucker, sehr viel Gucker und also ich habe so eine Story so jetzt nicht gesehen in Ja. den letzten Jahren, muss ich sagen. Und Ja. aber wer wenig Zeit hat, der wird sich wahrscheinlich auf andere Sachen beschränken, je nachdem, welche Genres man ja sowieso mag. Das ist ja auch noch immer so eine Sache. Das ist übrigens jetzt schon die zweite Serie, die Horrorversatzstücke hat, über die ich Stimmt. rede, gell? Ist Ja, mir davor hast aufgefallen. du ja Ja. From, könnt ihr euch bei uns im Podcast auch nochmal anhören, hast über From auf Paramount Plus gesprochen tatsächlich, ja. Ja, genau. Und dass ich das mal machen würde als Megaschisser, hätte ich ja Ja. auch nicht gedacht. Und die ist ja hier, die macht halt mehr mit deinem Kopf. Ich würde sagen, From ist auch schon noch ein bisschen ekelhafter. Ja, Also. From ist richtig eklig. Da wird ja schon Ja, krass ja. gekillt und so. Das hast du jetzt so bei The Changeling nicht. Das passiert eigentlich eher alles im Hirn. Das stimmt. Aber wer auf so Dinge, ja, wie soll ich sagen, so mystische Themen steht, die so ein bisschen mit deinem Kopf spielen. Es ist ja auch ein bisschen Thriller. Es ist irgendwie so eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Dingen, finde ich. Es ist irgendwie so eine Gesellschaftsstudie, es ist Horrorelemente, es hat Horrorelemente, es hat Fantasie, Fantasy, Mystery-Elemente, alles Mögliche. Also, ihr Insofern. Lieben, wenn ihr auf sowas steht oder wenn ihr einfach nur denkt, was zum Teufel, worüber reden die Mädels? Wir haben gar keine Ahnung. Ich schau mal rein. Guckt einfach mal rein. In Changeling läuft auf Apple TV Plus. Ja, Beate, ich weiß gar nicht, ob wir jemals so eine unstrukturierte, nicht so wirklich Ja, aber auf. der Podcast ist so wie die Serie, sagen wir es Der mal so. Podcast ist hier die Serie. Weil wir wissen immer noch nicht, also du weißt ein bisschen mehr als ich, aber ja, die Serie ist halt auch so ein bisschen so, what the fuck? Genau, aber Ja. das ist auf jeden Fall gut gemachtes Fernsehen, so oder so, kann man auf jeden Fall mal reinschauen und hinterher vielleicht auch mit uns diskutieren und sagen,
wie ihr es empfunden habt. Da freuen wir uns natürlich immer wahnsinnig. Genau. Also, liebe Beate, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über The Changeling zu sprechen. Und ihr Lieben, guckt rein. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und bis ganz bald. Bis dann.